Aber ich hätte echt noch gern mehr gefragt, ne? 5 Minuten sind schon knackig. Leute, herzlich willkommen zu unserem neuen Format 5 Minuten Feuer. Heute habe ich einen wunderbaren Gast hier bei Alpha Sports in unserem coolen Studio und zwar Patrick Köppchen. Spitzname Köppi, habe ich rausgefunden. Köppi oder Pit. Okay, kann ich dich auch Köppi nennen dann? Gerne. Ja, alles klar, weil wir haben ja heute nicht viel Zeit. Es geht darum, wir haben einfach nur 5 Minuten Zeit. In den 5 Minuten werde ich Köppi heute durchlöchern mit Fragen, die einfach mich interessiert hat, Mitarbeiter interessiert hat. Ja, Köppi ist am 21. Juni 1980 in Berlin geboren, 21 Jahre in der DEL gespielt, Wahnsinn, einfach so lange Profi, also er sitzt noch recht gut hier, bewegen kann sich auch immer noch gut nach 21 Jahren Profi. Ja, so halb, also gibt schon Situationen, wo es nicht mehr ganz so gut funktioniert, Knie, Schultern sind nicht mehr so wie vor 20 Jahren, aber ich kämpfe mich so durch den Alltag. Ja, sehr gut. Also ich habe rausgefunden, du hast natürlich gespielt in München, in Hamburg, Hannover, Ingolstadt und Düsseldorf. Gehörst zum Club 1000. Mhm. Schaffen ja auch nicht ganz so viele Leute. Weißt du exakt, wie viele Spiele du gemacht hast? Nee, ich weiß, dass sie über 1000 sind. Ich glaube, irgendwas 1000, irgendwas mit 30, 36, irgendwie sowas. Kann ich habe jetzt, ja, du bist knapp dran. Also hier habe ich 1026. 1026, okay. 1026 ja. Spiele gemacht, Wahnsinn. Können weitergehen. 2010 Deutscher Meister mit Hannover Scorpions. Mhm. 2014 Deutscher Meister mit ERC Ingolstadt. 2014 MVP der Deutschen Eishockey-Liga Playoffs. Genau, in den Playoffs. Da habe ich irgendwie einen Glücksmoment gehabt und lief irgendwie ziemlich gut. Das ist auch Wahnsinn. Hat man manchmal, ne? Hat man manchmal gute Tage, ja, alles klar. Und 2002 Teilnahme bei der Eishockey-WM. Ja, und 2015 glaube ich auch nochmal. 2015 auch nochmal. Okay, ja, ich hatte eine kleine Durststrecke zwischen 2 und 15. Und, okay, ja. Sehr cool. Aber ist natürlich Wahnsinn. Also jeder Sportler spielt natürlich gern für sein Land. War absolut. Ja, ich bin sehr stolz immer drauf gewesen. 2002 war natürlich toll, als junger Kerl da mitzumachen. Da waren viele namhafte Jungs dabei, die später dann in der NHL gespielt haben, wie Christoph Schubert, Dennis Seidenberg, Christian Ehrhoff. Hm. War natürlich alles so noch jünger als ich. Und haben danach den Sprung in die NHL geschafft. War toll, mit denen da zu spielen. Und ja, ich habe dann, wie gesagt, eine kleine Auszeit von der Nationalmannschaft genommen und bin dann 13 Jahre später dann doch nochmal nach, durfte ich nach Prag nochmal. Und das war natürlich eine Riesenehre. Hat mir großen Spaß bereitet, auf jeden Fall. Da durfte ich auch nochmal gegen Legenden wie Jaromir Jagr spielen. Oder zu der Zeit waren die kanadische Mannschaft, weiß ich jetzt noch, da haben wir, glaube ich, 11-0 verloren oder 11-1, irgendwie so war es. War nicht cool, aber da war so ein Sidney Crosby dabei, also alle großen Namen, gegen die man nochmal spielen durfte. Das war schon sehr schön für mich. Schönes Erlebnis. Das glaube ich natürlich. Jetzt mal weg vom Eishockey. Nach deiner Karriere, oder ich habe in einem Interview gesehen, du warst immer sehr modeinteressiert. Du bist nach Australien und hast also sozusagen Handwerk zum Hutmacher erlernt. Genau. Ja, ich war eigentlich, wäre es vorgesehen gewesen, dass ich in die Fitnessbranche einsteige, dass ich Jungs vom Eishockey im Fitnessbereich betreue und trainiere. Habe dann aber beim Erwerben dieser Scheine gemerkt, dass ich erstmal satt bin ein bisschen und habe dann ja geschaut. Ein guter Freund von mir hat mich dann angerufen, wie es dann ausschaut, ob wir nicht Hüte machen wollen. Und ja, da ich, wie du schon sagst, immer Mode interessiert war und auch Hüte immer ein Accessoire für mich waren, haben wir einen Wochenendtrip nach München gemacht. Da haben wir unseren ersten Hut zusammen gemacht. Und dann haben wir gesagt, es macht Spaß, da haben wir Bock drauf und dann lass uns das intensivieren. Und habe dann tatsächlich erstmal deutschlandweit geschaut, ob ich irgendwo ein Praktika machen kann. Und irgendwie hat es nicht ganz so funktioniert. Und dann bin ich weltweit gegangen und habe wirklich viele Absagen oder auch gar keine Antworten bekommen. Und dann habe ich mich erinnert, dass ich damals Roadtrip durch Australien gemacht hatte und da eine Frau kennengelernt hat, die das gemacht hat. Riesenzufall wieder alles, soll manchmal einfach so sein. Ne? Und sie hat dann gleich gesagt, komm rüber, wir machen das hier. Und dann mal 3 Wochen in Sydney, im Bondi Beach. Und habe da mit ihr eine tolle Zeit gehabt und habe das Handwerk
lernen dürfen von ihr. Und dann noch zwei, drei andere in Europa abgefahren, dass man von überall so ein paar Sachen hernimmt. Und ja, mittlerweile meine Hüte. Ja, jetzt habt ihr Köppi kennengelernt erstmal. Ne? Seine Erfolge, seine Karriere mitbekommen, was dieser Mann hier schon geleistet hat, ist Wahnsinn. Jetzt starten unsere 5 Minuten. Okay, in denen, müssen wir stretchen oder was? Auf jeden Fall, gut, dass du im T-Shirt gekommen bist. Mir ist schon ein bisschen warm hier mit Pulli. Okay. In den 5 Minuten geht es darum, dass wir ihm einfach, ich baller ihn mit Fragen, ich versuche so viel wie möglich rauszukitzeln. Das werden keine unangenehmen Fragen sein, keine Sorge. Oh cool, ich habe da keine Schmerzen. Okay, vielleicht doch noch die eine oder andere Frage am Schluss. Und genau, wir werden jetzt darauf eingehen, bei manchen Fragen ein bisschen tiefer vielleicht und bei manchen sind es entweder oder Fragen. Dann bin ich mal gespannt, wie du antwortest. Also, go! Welche war deine Lieblingsstadt und warum? Oh, Lieblingsstadt ist schwer zu sagen. Ich habe das große Glück gehabt, in vielen tollen Städten gespielt zu haben. Ich möchte sagen, Hamburg ist von der Lebensqualität fantastisch gewesen, aber auch München, meine Anfangszeit war toll. In Hannover habe ich 7 Jahre gespielt. Das war eine fantastische Zeit. War anfangs eigentlich nur so eine Übergangssituation gewesen, aber hat sich als super schön entwickelt. Selbst Ingolstadt, Nürnberg, Düsseldorf, ich meine, alle waren irgendwie cool. Wie gesagt, ich habe das große Glück gehabt, in tollen Städten gespielt zu haben und würde da jetzt ungern eine hervorheben oder eine beiseite lassen. Von daher rein von der architektonisch, habe ich das richtig gesagt, würde ich München und Hamburg sagen. Das war schon München, Hamburg, sehr, ja. Sehr schön. Ja, ist auch schön. Bier oder Wein? Ach, das kommt auf die Tageszeit an. In der Früh meist Bier und am Abend dann Wein. Nee, eigentlich, ich würde doch eher Wein sagen. Ja. Eher Wein, ja, alles klar. Selber kochen oder bestellen? Oh ja, lange, lange Zeit natürlich nur bestellen, weil ich koche für mich selber eigentlich nie. Mhm. Wo die Restaurants noch offen waren, bin ich doch ein Dauergast in der Gastronomie gewesen. Und durch Corona jetzt habe ich aber kochen gelernt und 1-2 Gerichte kann ich jetzt. Und die gebe ich auch hin und wieder zum Besten. Aber tendenziell muss ich doch eher auf Bestellen dann gehen. Ja, ist auch gechillter, sage ich jetzt mal. Mache ich auch gern. Eine Frage, und zwar Eishockeyspieler gelten oft als Raufbolde oder unordentlich, habe ich auch gelesen. Jetzt frage ich dich, bist du eher chaotisch oder ordentlich? Oh, ich bin dann, wenn der, nee, da muss ich leider sagen, chaotisch. Chaotisch, alles klar, gut, dann habe ich gut recherchiert hier. Cocktail oder Shots? Früher auf jeden Fall Cocktails, jetzt bin ich eher mit Shots zufrieden. Also, wie man sieht, nicht immer gut, aber nee, Shots ist mir lieber, Cocktails ist mir zu süß und nah, bin ich immer so. Okay, interessant. Bist du eher einer, der auf sein Bauchgefühl hört? Oder bist absolut, du einer, der nee, direkt absolut, nee, absolut. Erstmal Bauch überlegt und... Nee, ich überlege eigentlich nie. Da, siehe auch wieder hier. Nein, ich bin absoluter Bauchmensch. Wenn mir was gefällt, mache ich sofort, ohne irgendwie nachzudenken. Und ist nicht immer gut, aber ich denke, das Bauchgefühl täuscht einen selten, auch wenn es hin und wieder mal so ist, aber dann lernt man daraus. Meinst du auch, das hat dich im Sport weitergebracht? Wie immer über alles zu hinterfragen und erstmal zu sagen, soll ich das jetzt machen oder nicht? Ja, glaube ich auch. Also ob es Vertragsunterschriften waren oder ob es Spielsituationen waren. Manchmal habe ich mich in Schüsse geschmissen, wenn ich das nachher auf dem Video gesehen habe, habe ich gedacht, bin ich behindert? Warum weiß ich was? Aber das ist halt so und ich bin tendenziell ein Mensch, der wenig über Konsequenzen nachdenkt, erstmal machen und dann gucken, was dann passiert. Okay, cool. Warum sollten Menschen denn mehr Hüte tragen? Ja, weil es einfach unfassbar tolles Accessoire ist und einen jeden, auch wenn einer nicht viel reden mag, aber wenn er mit einem Hut das Haus verlässt, dann hat er ein Statement und dann sagt er viel aus, ohne irgendwas zu sagen. Okay, da habe ich jetzt eine Frage und zwar habe ich hier was Wunderschönes mitgebracht. Ich habe schon öfter gehört, ich bin ein wahnsinnig schlechter Hutträger. Wenn ich den jetzt mal aufsetze, was sagst du? Fantastisch. Ja, also ich habe mir gedacht, ich habe den mal oben irgendwo aus dem Dachboden, da habe ich den rausgekramt und dachte mir, passt eigentlich jetzt hier zu dir. Ne? Du bist jetzt Hutmacher. Ja, würde passen, wenn ich den gemacht hätte. Ja, aber ja. Nein, also ich glaube, wir könnten da noch einige 2-3 Sachen optimieren. Vielleicht. Okay, also lieber absetzen wieder, ja.
Ja, ich meine, du warst da wahrscheinlich gerade frisch beim Friseur. Ich war gestern, er hat mich hübsch gemacht. Für dich? Als ich wusste, du kommst, habe ich mich natürlich hübsch gemacht. Wenn dann einer kommt, der natürlich auf Äußerliches viel Wert legt, da wollte ich natürlich auch nicht aussehen wie hier der letzte Mensch. Ganz lieb von dir. Ich fühle mich auch echt wohl in dem. Ja? Freut mich, danke. Ja, das ist noch kurz eine Frage, und zwar, was war denn deine schlimmste Verletzung? Schlimmste? Ja, wahrscheinlich wegen der ich aufhören musste, meine Schulter. Die ist mir. Meine Schulter wurde mir im letzten Saisonspiel in Augsburg, da ist, glaube ich, alles kaputt gegangen, was kaputt gehen konnte. Und dann haben wir noch 9 Monate Reha gehabt und dann mussten wir uns aber zusammensetzen und haben gesagt, ja, für den Profisport reicht es einfach nicht mehr. Das war wohl die schlimmste, ja. Okay. Und wir haben nur noch 10 Sekunden gleich, deshalb noch schnell eine Frage. Fisch oder Fleisch? Fleisch. Fleisch. Gut, jetzt haben wir es eigentlich schon fast geschafft. Ich hätte gern mehr Zeit gehabt, sage ich euch ehrlich. Leider sind es nur 5 Minuten, die wir haben. Ich hoffe, vielleicht kann man ja auch mal noch einen zweiten Teil mit Köppi drehen. Wer weiß, ob er mal noch mal in Berlin ist. Ist ja gebürtiger Berliner. Eben. Vielleicht hat er noch mal Lust, vorbeizukommen. Ihr könnt es uns schreiben, wenn ihr Bock habt auf mehr. Ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals bei dir. Es war sehr, sehr interessant. Wir bleiben auch auf jeden Fall noch ein bisschen sitzen, weil ich will noch ganz viele Dinge von ihm wissen. Und freue mich dann, wenn er wieder vorbeikommt. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.